Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 33. Lesung dieses wunderbaren Buches von James Edgar Wiley, 1853 bereits ins Deutsche übersetzt, kurzer Titel Das Doppelgesicht des Papsttums. Das Doppelgesicht, mit dem wir ganz klar erkennen, dass die römisch-katholische Kirche eine äußere Lehre und eine innere Lehre hat. Sie zeigt nach außen ein lachendes, freundliches Gesicht und nach innen zeigt sie die tödliche, satanische Fratze von demjenigen, von dem sie gegründet ist und geleitet wird, nämlich vom Teufel. Ja, die römisch-katholische Kirche ist die Synagoge Satans. Das werden wir heute in der 33. Lesung, wo wir in einige der Sakramente reingehen, die die römisch-katholische Kirche für die Erlösung innerhalb, die es nur innerhalb ihr gibt, für nötig erachtet, für absolut nötig erachtet. Ohne die Sakramente in der Kirche gibt es gar keine Erlösung. Das lehrt die römisch-katholische Kirche. Da gehen wir jetzt wieder rein. Wir sind auf Seite 282 oder sowas im Buch von 450 Seiten. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber nicht getrauert, weil nach dem Buch kommt sicher noch was anderes, wenn man da durch ist. Es gibt immer neue Dinge zu lernen. Sicher über die römisch-katholische Kirche, die ja von sich selber sagt, dass sie sempere adem ist, also sich nie verändert. Naja, in einer bestimmten Weise stimmt es und in einer bestimmten Weise stimmt es nicht. Aber da diskutieren wir gerne ein anderes Mal drüber. Wie gesagt, wir gehen gleich in die Sakramente, aber bevor wir das tun, hören wir uns wieder ein schönes Musikstück an, das uns Alexander geschickt hat. Und das Lied soll uns dann ein wenig auf die Lesung einstimmen. Dann wollen wir mal sagen, Film ab. Dankeschön, Alexander, und auch an deine Tochter, die dich ja hier in diesem Lied begleitet hat. Wenn ich das richtig gehört habe, war es deine Tochter. Wunderschön, wie ihr zwei so ein Duo macht und solche wunderbaren Lieder hier singen könnt. Aber wie gesagt, jetzt gehen wir in das Buch rein. Das Doppelgesicht des Papsttums, 12. Kapitel, Seite 282 von 453, Taufe und Firmung. Ach, da gibt es so wahnsinnig viel drüber zu erzählen und dieses Kapitel ist nur 5 Seiten lang. Da könnte man ganze Bücher drüber schreiben. Sind übrigens auch drüber geschrieben worden. Aber wir wollen uns heute an das halten, was James Edgar Wiley uns darüber aus dem 19. Jahrhundert mitzuteilen hat und hier und da ein wenig eigene Kommentare hinzufügen. Taufe und Firmung.
Der Betrachtung der Sakramente im Allgemeinen, das hatten wir ja letztes Mal gesehen, folge nun das Notwendigste über jedes Einzelne. Also dieses Kapitel bespricht Taufe und Firmung und die folgenden Kapitel besprechen die anderen Sakramente, bis wir alle sieben, die es laut der römisch-katholischen Kirche gibt, besprochen haben. In der Bibel gibt es nur zwei heilige Handlungen. Das Wort Sakramente mag ich überhaupt nicht, aber es gibt heilige Handlungen. Und Sakrament will im Grunde auch genau das sagen, aber irgendwie mag ich das Wort Sakramente nicht. Und zwar, das hatten wir aber bereits geklärt, ne? Folgens der Bibel gibt es die Taufe, die man als wiedergeborener Christ durchlaufen sollte. Jesus hat ja gesagt, niemand wird in das Königreich kommen, es sei denn, er ist wiedergeboren im Geist und im Wasser. Und es gibt daneben auch noch das Abendmahl, was die römisch-katholische Kirche in ihrer Messe natürlich total mit Hokuspokus verunstaltet und was ganz anderes davon macht. Und dann hat die römisch-katholische Kirche halt noch fünf dabei erfunden. Aber sprechen wir jetzt erstmal von Taufe und Firmung. Wie einfach ist der Ritus heiliger Taufe nach der Schrift? Mit welch einer Menge törichter, schriftwidriger und abergläubischer Zeremonien hat ihn die römische Kirche umgeben und verhüllt. Was ist alles mit der einfachen Wassersprengung oder dem Untertauchen verbunden? Das Wasser wird bereitet und geweiht mit dem Öle der geheimnisvollen Salbung. Bestimmte Worte und Gebete werden gemurmelt über dem Kinde, den Teufel auszutreiben. Ja, meine Lieben, eine Taufe, eine Kindertaufe in der römisch-katholischen Kirche ist ein Exorzismus. Das steht selbst so im kanonischen Recht. Salz wird ihm in den Mund gesteckt, anzudeuten, dass es durch die Taufe den Geschmack erhalte für die Nahrung der göttlichen Weisheit und die Befähigung, gute Werke zu vollbringen. Man begnügt sich nicht mit dem Zeichen des Kreuzes, sondern mit Speichel und Staub werden Augen und Ohren bestrichen, mit dem Öl der Katechumenen wird das Kind gesalbt an Brust und Schultern und mit dem heiligen Chrissam, das ist hier erklärt, ein verwendetes, wohlriechendes Salböl, das bei der Spendung verschiedener Sakramente und Sakramentalien verwendet wird. Chrissam besteht aus Pflanzenöl, in der Regel Olivenöl, dem wohlriechende Balsame beigemischt sind. Also, mit dem heiligen Chrissam wird sein Scheitel befeuchtet, seine Einpfropfung in Christum zu bezeichnen. Mit einem weißen Tuche wird es umhüllt, den Leib der Auferstehung anzudeuten. Eine Wachskerze gibt man ihm in die Hand, die guten Werke zu bezeichnen, durch die sein Glaube genährt werden und brennen soll. Und endlich wird auch die Namengebung dazu benutzt, sogleich die abgöttische Verehrung eines bestimmten Heiligen schon in dem Unmündigen zu begründen. So unnütz und verwerflich, weil den Aberglauben fördernd, der bei weitem größte Teil dieser zahlreichen Gebräuche, von denen das Wort Gottes absolut nichts weiß, in der Tat ist, so müssen wir doch ein viel größeres Gewicht auf die falsche römische Lehre von der Wirksamkeit der heiligen Taufe legen. Also nicht nur auf diese ganze menschliche Tradition, Zeremonie, die da abläuft, sondern vor allen Dingen die Wirksamkeit, die sie folgens der römisch-katholischen Kirchenlehre haben soll. Es ist erstlich ersichtlich, dass die durch kein Schriftzeugnis zu erweisende Behauptung, die Taufe reinige nur von der Erbsünde, die es nicht gibt, sei nicht Siegel und Unterpfand der Sündenvergebung im Allgemeinen, beziehe sich in ihrer reinigenden Kraft nicht auf die Schuld des Menschen überhaupt, dazu dienen muss, der Lehre von der Verdienstlichkeit der guten Werke, durch die der Mensch das unvollständige Werk Gottes ergänzen soll, eine neue morsche Stütze zu geben. Zweitens, sodann wird die Wassersprengung zu einem förmlichen Zaubermittel herabgewürdigt, da sie ex opere operator, da hatten wir ja letztes Mal ausführlich drüber gesprochen, was das heißt, wirken soll. Also alleine schon, wenn ich hier in diesem Satz lese, beziehe sich in der reinigen Kraft nicht auf die Schuld des Menschen überhaupt, dazu dienen muss die Lehre von der Verdienstlichkeit der guten Werke, durch die der Mensch das unvollständige Werk Gottes ergänzen soll.
Also wenn die römisch-katholische Kirche hier lehrt, dass Gott unvollständige Werke gemacht hat, dann ist Gott ja nicht der allmächtige, allwissende und perfekte Gott, der er behauptet zu sein. Die römisch-katholische Kirche sagt, Gott hat hier ein unvollständiges Werk gebracht. Das finde ich persönlich die größte Blasphemie in diesem langen Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Lehre von der Verdienstlichkeit der guten Werke, durch die der Mensch das unvollständige Werk Gottes ergänzen soll. Also Gott fängt etwas an und nur der Mensch kann es ergänzen, kann es vervollständigen. Das ist mit anderen Worten die Lehre der Werkserlösung. Ohne das menschliche Zutun keine Erlösung. Das ist genau, was die römisch-katholische Kirche lehrt. Und die Bibel sagt ganz genau, 180 Grad umgedreht, das Gegenteil. Durch Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht durch euch selbst, auf das niemand sich rühme. Und natürlich kann ich mich rühmen, wenn ich eine gute Arbeit vollbracht habe. Genau das, sagt die Bibel, ist falsch. Die massenhaften Belehrungen der Sachsen, zum Beispiel die auf Karl des Großen Befehl in die Flüsse getrieben und zum größten Teil wider ihren Willen getauft wurden, haben für den echten römischen Katholiken nichts Anstößiges. Und es stimmt vollkommen mit dem Systeme, wenn ein römischer Missionar in China, der als Arzt Eingang im Reiche gewonnen hatte, an Tausenden unter dem Vorwand der ärztlichen Anwendung einer Wasserkur den Taufritus vollzog und dann wirklich sich rühmte, dem Christentum eine neue große Zahl von Bekennern zugeführt zu haben. Also wer das nicht gut verstanden hat, nochmal eben kurz die Erklärung hierzu. Die römischen Katholiken, vor allen Dingen in der Form von Jesuiten ab dem Mitte des 16. Jahrhunderts, sind in China angekommen. Und die haben dann sogenannt proselytiert, also Christen gemacht, ne, also Katholiken gemacht, muss man ja richtig sagen. Und die haben das hier dadurch gemacht, dass sie denen im Grunde eine Wasserkur verpasst haben, so wie ihr das von Kneipp kennt. Ja? Und wenn man da so in Wasser tritt, dann hat man eben gleichzeitig eben durch das Wasser, ist man reingewaschen, ist man eben auch gleich katholisch geworden. So lehren die das hier. Ja, da war eine Wortmeldung gerade. Ja, die war von mir. Ja. Du hast schon erwähnt, also ich finde es ja so abstrakt, dass ja, die geben etwas vor und die Leute sind dann getauft, obwohl es gar nicht zutrifft. Und die Leute wissen es gar nicht. Also. Na, vor allen Dingen so eine Kneippwasserkur hat nicht viel mit einer Taufe zu tun. Ne? Aber das gebrauchen sie als Auswand, als Vorwand. Weil wenn man den Leuten auch gesagt hätte, wenn ihr das macht, dann werdet ihr danach in der römisch-katholischen Kirche getauft werden, dann hätten sie das wahrscheinlich sowieso nicht gemacht. Ne? Kommt dann noch oben zu. Aber ja. So hat natürlich die römisch-katholische Kirche dafür gesorgt, dass sie sehr, sehr viele neue Folger hat, getaufte Mitglieder hat in China, als sie dahin ging. Das war die Arbeit der Jesuiten im 16. Jahrhundert. Hatten wir in Griesinger, hatten wir da ausführlich drüber gesprochen. Wer das nicht kennt, sollte sich dringend die Lesungen von Karl Theodor Griesinger in den zwei Bänden, das Buch von 1866 anhören, das ich auf meinem YouTube-Kanal, auf meinem Zweitkanal hochgeladen habe. Ich wollte noch was zu dem Thema, das auch gerade da besprochen wurde, und nämlich der Namensgebung sagen. Und zwar, da werden ja immer schon bei der Taufe die Namen vergeben und ich taufe dich auf den Namen so und so. Richtig. Und dort, wo ich aufgewachsen bin, sprich in Südpolen, da haben sich die Priester teilweise, also das sind Hörensagen, da war ich noch zu klein dafür, aber von meinen Eltern so gehört, dass die viele Priester sich geweigert haben, wenn irgendwelche exotische Namen von den Eltern ausgewählt wurden, die wahrscheinlich in keinem heiligen Buch gefunden werden konnten. Das ist richtig. Das ist nicht nur bei dir in Südpolen so gewesen. Das kommt überall vor, dass Priester teilweise Namen weigern, sich darunter zu taufen. Ja. Oder zumindest kam das vor etlichen Jahren noch vor. Ob es heute noch vorkommt, weiß ich nicht. Habe ich auch selbst keine Erfahrung mit. Aber da habe ich noch von gehört. Also das ist nicht so einzigartig jetzt an Südpolen, wo es dir passiert ist. Aber deinen Namen haben sie akzeptiert, ja? Ja, dann gibt es wohl so einen Heiligen. Ja, welchen Heiligen gibt es denn nicht? Gibt ja sogar eine heilige Corona, also von daher. Ne?
finden ja jeden Namen. Also, dann fahren wir mal fort hier. Weil jedoch der römische Taufritus an sich, trotz seiner falschen Hüllen, unverstümmelt ist und den christlichen Charakter in der Hauptsache bewahrt hat, so können wir uns eines tieferen Eingehens in die Sache enthalten und wenden uns dem sogenannten Sakramente der Firmung zu. Durch den geheimnisvollen Einfluss desselben behauptet die römische Kirche als zärtliche Mutter dafür zu sorgen, dass ihre durch die Taufe Christen gewordenen Kinder nun auch kräftige Christen und mit der christlichen Waffenrüstung ausgerüstet werden. Christliche Waffenrüstung. Wer weiß, was das ist? Gibt es da namentliche Meldungen? Ich weiß, was es ist, aber du weißt das auch und einige aus unserer Gruppe wissen das auch, dass es in Epheser zu finden ist. Genau, Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Und ich nehme noch mal kurz die Zeit, das zu lesen. Und dann werden wir gleich mal sehen, wenn wir das lesen, ob da irgendwas dran wahr ist, dass diese Firmung in der römisch-katholischen Kirche etwas tut zu der christlichen Waffenrüstung, wie sie in der Bibel geschrieben steht. Also, Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Wir lesen: Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Also das ist ja wohl deutlich, ne? Waffenrüstung Gottes, christliche Waffenrüstung, das kann man ja wohl gleichsetzen. Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt euch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welche das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und flehendem Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Wobei wir hier natürlich noch einmal betonen müssen, dass die Heiligen, die hier angesprochen sind, die Lebenden sind, die in Christus sind. Ja? Das hat nicht viel mit der Firmung hier zu tun, wie wir jetzt gleich lesen werden weiterhin. Wir haben jetzt gerade die Fundierung gelegt, was die Bibel sagt, und jetzt werden wir mal sehen, was die römisch-katholische Kirche sagt. Der Gedanke ist schön, wie wir auch gerade vorgelesen haben. Natürlich, das ist ein schöner Gedanke und die ganze christliche Waffenrüstung sich damit auszurüsten, ist ein schöner Gedanke und findet in dem evangelischen Konfirmationsritus als einer unverwerflichen und heilsamen kirchlichen Ordnung seinen angemessenen Ausdruck. Für die Zeremonie der Firmung aber, die noch dazu nur von einem Bischof vollzogen werden kann, fehlt jede biblische Vollmacht. Wo findet sich auch nur die Spur einer Anordnung für die Bereitung des Chrysam, also dieser Mischung von Öl und Balsam, und seine Anwendung in der Bibel? Wo eine Spur für den bei der Firmung angeführten Gebrauch des Backenstreiches, der die Bereitschaft des Firmlings zur Ertragung der Beschwerden seines Christenwollens bezeichnen soll? Wo eine Andeutung, dass durch solche Zeremonien die sieben sogenannten Geistesgaben Weisheit, Verstand, Klugheit, Tapferkeit, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht mitgeteilt werden? Auch dieses Sakrament verleiht nach römischer Lehre einen unverlöschlichen Charakter und darf nicht wiederholt werden. Mit Trauer und Abscheu nur richten wir unser Auge auf die Schauspiele, jawohl, Schauspiele, welche in der Zusammenfügung so vieler drastischen Zeremonien uns vorgeführt werden und die Bewunderung, die wir dem
szenischen Talente der Kirche zollen müssen, welche es versteht, komisches und tragisches so sinnreich zu mischen, kann uns wahrlich für das Entsetzen nicht entschädigen, welches wir empfinden beim Gedanken an die Tausende und Millionen, das S und das F überrascht mich immer wieder mal, an die Tausende und Millionen, welche durch die vermeintlich sakramentalischen Beschwörungsformeln und Zeremonien in den Schlaf geistlichen Todes gelullt werden. Wir öffnen Roms Messbücher und finden sie gefüllt mit Formeln zur Verrichtung aller möglichen übernatürlichen Handlungen, zur Austreibung von Teufeln, zur Mitteilung neuer und außerordentlicher Kräfte und Eigenschaften an lebendige und leblose Wesen. Wir finden da Anweisungen, die Glocken zu taufen und Gebräuche vorzunehmen, um Holz und Steine zu weihen, die an die Herrschaft der Hekate erinnern. Hekate, in der griechischen Mythologie Göttin der Finsternis und Tochter der Titanen Perses und Asteria. Wir finden Bannsprüche, welche Erde, Luft und Wasser gute und böse Geister dem Willen der Priester dienstbar machen sollen. Und übrigens, wenn da hier steht, wir finden Anweisungen, Glocken zu taufen und Gebräuche vorzunehmen, um Holz und Steine zu weihen, das erinnert mich an Lukas Kapitel 4. Dich auch, Michael? Ja, natürlich. Weil nämlich in Lukas Kapitel 4 der Teufel zu Jesus sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann gebietet, dass diese Steine, ja, was sagt der, Christen werden, Menschen werden, oder wie sagt er das? Brot werden. Er verändert das also hier in Brot. Also mit anderen Worten, das Brot ist in der römisch-katholischen Kirche dann via die Messe ja geweiht. Ne? Also, deswegen musste ich hier daran denken und Jesus Christus antwortet natürlich von, der Mensch lebt nicht vom Brot alleine, sondern von einem jeden Wort, das fortkommt aus dem Mund Gottes. Aber mit diesem Satz hier zu lesen, Holz und Steine zu weihen, musste ich direkt an Lukas Kapitel 4 denken oder auch Matthäus Kapitel 4. Könnt ihr lesen, was ihr wollt, da steht beides da, sinngemäß dasselbe drin. Lukas ist nur ein klein wenig besser, weil Satan da erklärt, dass er auch die Macht bekommen hat, die Dinge Jesus anzubieten. Dass er das also nicht macht aus seinem eigenen heraus, sondern dass er tatsächlich die Macht bekommen hat. Wollte ich nur noch mal ganz kurz erinnern. Ja? Also um Holz und Steine zu weihen, die an die Herrschaft der Hekate erinnern. Wir finden Bannsprüche, welche Erde, Luft und Wasser, gute und böse Geister dem Willen der Priester dienstbar machen sollen. Und das nennt man Religion? Dergleichen schützen und stützen nicht nur, nein, fördern auf alle erdenkliche Weise Kaiser, Könige und ihre Minister. Das tun sie, während die Gottlosigkeiten des neuen Sozialismus an ihren Thronen und Stühlen rütteln. Oh, die Dämonen des Aberglaubens sind nahe verwandt mit denen des Atheismus, des Sozialismus und Kommunismus. Das schreibt James Edgen Wiley 1853. Was glaubt ihr, warum ich das rot angestrichen habe? Die Dämonen des Aberglaubens sind nahe verwandt mit denen des Atheismus, Sozialismus und Kommunismus. Ich weiß ja noch nicht, wann Marx und Engels ihr kommunistisches Manifest geschrieben haben, was ja als Gründung des Kommunismus dient. Aber das muss dann ja ganz dicht in der Nähe der 1850er Jahre sein, wenn hier der Ausdruck Kommunismus bereits von James Edgen Wiley in der Zeit gebraucht wird. Die Dämonen des Aberglaubens sind nahe verwandt mit Atheismus, Sozialismus und Kommunismus. Und der Aberglaube vom Vatikan ist einer gesunden Entwicklung der Welt nicht minder verderblich als der Unglaube von Ferney. Und hier wollte ich ein PDF öffnen. Ja, ich habe nicht die Zeit gehabt, das vorzubereiten. Dann mache ich das jetzt eben. Mal eben gucken, dass ich das finde hier.
auf meinem Computer. Ja, welches wollte ich denn da öffnen? Ah, PDF über Voltaire. Voltaire Inferno. Achso, dann mache ich das hier doch. Voltaire Inferno. Okay, da wollte ich das mal eben öffnen, dass wir das mal sehen, dass wir wissen, worum es geht. Das sind die jetzt 15 Seiten, das lesen wir jetzt natürlich nicht. Aber Voltaire, da hatten wir ja drüber gesprochen, in der Zeit von Herrscher des Bösen vor allen Dingen, da kam Voltaire ja zur Sprache. Voltaire, wissen wir ja, ist ja auch ganz wichtig in der Zeit der, oder vor der Zeit der Französischen Revolution, vor allen Dingen auch im 17. Jahrhundert. Und weshalb wollte ich das jetzt öffnen, weil ich habe mich ja nicht vorbereiten können, sage ich ja. Hier ist der Download-Link für das Buch Voltaire Inferno. Und jetzt weiß ich nicht, habe ich da irgendwas angestrichen, was ich vorlesen wollte. Mal eben runterscrollen, aber ich sehe hier nichts, weil ich wollte jetzt nicht das ganze PDF lesen. Ist aber interessant, sich das mal anzuschauen. Dann versteht man zumindest, worum es hier geht, weil der Autor benutzt das ja. Er führt das hier ja an, ne? Der Welt nicht minder verderblich als der Unglaube von Ferney. Und deswegen habe ich gesagt, ich öffne das. Also Voltaire, wissen wir ja, war ein Jesuit. Der hat ein, da wurde hier dann das Werk veröffentlicht von Voltaire in Ferney. Und wenn man verstehen will, worüber der Autor hier spricht, also James Edgar Wiley, dann sollte man sich das PDF anschauen, sollte man das lesen. Das kann man ja machen. Den Download-Link schreibe ich in die Beschreibungsbox des Videos mit bei. Und dann kann man sich das besorgen. Wie gesagt, das ist hier von 1887, das PDF, das kann man da dann finden. Dann wisst ihr, worum es hier geht. Da, also in dieser Arbeit von Voltaire Inferno, da wird heiliges Salz, heiliger Mörtel, heilige Asche, da werden heilige Glocken, heiliges Öl, heilige Wasser und tausende andere heilige Dinge fabriziert. Da wird der Teufel ausgetrieben aus Wasser, aus Öl, aus Gebäuden und so weiter und so weiter. Seltsamer Widerspruch. In der Lehre leugnet man wieder die Schrift, die Erbsünde in ihrer vollen Wirklichkeit, behauptet die wesentliche Gesundheit der menschlichen Natur und aus dem Kinde, ja aus allen uns umgebenden Gegenständen, treibt man durch Beschwörungsformeln den Teufel aus. Es wird zur schließlichen Charakteristik des Wesens römischer Sakramentsverwaltung genügen, wenn wir, ein Beispiel für viele, den Ritus der Teufelsaustreibung aus dem Taufwasser mitteilen. In treuer Anlehnung an das klassische Vorbild, welches die Worte der Hektate an die drei Zauberschwestern geben, Zitat, besorgt Gefäß und Zauberformeln, die Mittel und was sonst noch. Not. Entschuldigung, was sonst noch Not. Ende Zitat. Beginnt die liturgische Vorschrift, also Liturgie, das ist ja die Vorschrift der Gebete und Traditionsvorlesungen aus der römisch-katholischen Kirche. Zitat. Erst werde das Gefäß gewaschen und gereinigt und dann mit klarem Wasser gefüllt. Darauf gebe der weihende Priester in der Albe und Stola in Begleitung anderer Priester, denn solche am Orte sind, mit Kreuz, Wachskerzen, Rauchfass und Weihrauch, dem Gefäß mit dem heiligen Chrisma und dem Öl der Katechumen, feierlichen Schrittes zum Taufstein und dort oder am Altare der Taufkapelle, wenn eine solche vorhanden, spreche er die folgende Litanei. Ja? Litanei, also da habe ich gesagt hier, gehen wir mal kurz in den Artikel von Wikipedia rein. Was ist Litanei? Ist ja dann nicht unwichtig, dass wir das mal kurz eben machen. Also werde ich mal kurz einen Browser öffnen und dann schauen wir uns das mal eben an hier auf Wikipedia, dass wir ganz gut verstehen, was die römisch-katholische Kirche hier meint. Allerheiligen-Litanei ist das hier. Die Allerheiligen-Litanei oder auch Große Litanei ist ein großes Bittgebet der römisch-katholischen und der altkatholischen Kirche, bei dem im Wechselgesang zwischen Vorsänger oder Schola und Gemeinde die Heiligen um ihre Fürbitte vor Gott angerufen werden. Die Litanei der Liturgie wird vor allem bei der feierlichen Spendung einiger Sakramente und Sakramentalien gesungen, zum Beispiel bei Heiligenweihen, Abtsbenediktionen,
feierlicher Profess, Jungfrauenweihe, Kirchweihe, Altarweihe sowie bei der Weihe des Taufwassers in der Osternacht. Die Bittprozessionen an den Bitttagen begannen mit dem Gesang der Allerheiligenlitanei, woraus der Name Litanial für diese Tage entstand. Bei der Begleitung Sterbender kann die Allerheiligenlitanei als Sterbelitanei gesprochen werden. Zur Litanei knien alle, außer in der Osterzeit. Sofern die Litanei in einem Weihegottesdienst oder bei der ewigen Profess gesungen wird, prosternieren sich die Kandidaten oder Professen nach dem alten Brauch im Altarraum. Außerhalb der Liturgie, etwa bei Andachten oder an den Bittagen, kann die Litanei auch im Wechsel gesprochen werden. Ihr seht, das ist ein ziemlich weitgehender Artikel. Man ruft hier natürlich die sogenannten Heiligen alle an. Heilige Maria, bitte für uns. Heilige Jungfrau, bitte für uns. Und so weiter und so weiter und so weiter. Können wir hier runterscrollen. Da seht ihr die ganzen verschiedenen Anrufungen und Bitten. Ja? Wo steht das, bitteschön, in der Bibel? Das ist der Punkt. Die Bibel sagt uns, dass wir alles in dieser Welt an ihr, an der Bibel, an dem Wort Gottes messen müssen. Wo steht denn hier zum Beispiel mit bei, dass wir hier all diese verschiedenen Anrufungen und Bitten machen müssen? Wir armen Sünder, wir bitten dich, erhöre uns. Ja, da brauche ich hier keine Litanei, das frage ich an Jesus Christus direkt. Ja, erbarme dich mir, armen Sünder. Schütze deine Kirche und leite sie. Erleuchte den Papst, unseren Bischof und alle Hirten und so weiter und so weiter und so weiter. Also, ihr seht eine interessante Seite. Da ist auch der Link, den werde ich mit zufügen an die Beschreibung dieses Videos. Dann könnt ihr euch das gerne selbst raussuchen, könnt ihr das noch ein wenig intensiver euch anschauen, als wir das hier jetzt in dieser Lesung machen können. Es folgt nun, nämlich mit dieser Litanei, ja, er spreche die folgende Litanei, Zitate, es folgt nun eine Anrufung aller Heiligen des römischen Kalenders und darauf der Exorzismus selbst. Also die Heiligen des römischen Katholizismus selbst, haben wir ja gesehen hier. Diese ganzen Heiligen werden alle hier aufgezählt. Ne? Anrufung der Heiligen. So, können wir mal sehen. Das liest er alles vor, all diese ganzen Namen. Heiliger Ignatius, wer das wohl sein würde. Nein, das ist nicht Ignatius von Loyola, das ist der sogenannte Kirchenvater Ignatius, aber trotzdem. Also, es folgt die Anrufung aller Heiligen, die wir gerade gesehen haben, des römischen Kalenders und darauf der Exorzismus selbst. Zitat: Ich treibe den Teufel aus dir, du Kreatur des Wassers, durch den lebendigen Geist, den wahren Geist, den Heiligen Geist, der dich durch ein Wort und ohne Hilfe vom trockenen Lande trennte, der über deiner Fläche schwebte, in dem leeren und formlosen Raume, der dir befahl zu gehen und aus dem Paradies zu fliehen, in vier schönen reichen Strömen gegen Süden, Osten, Westen, Norden. Dann teile der Priester mit der Hand das Wasser, das ist so, um nachzumachen, was Gott damals vor Moses mit dem Wasser gemacht hat, oder was soll das? Dann teile der Priester mit der Hand das Wasser und spritze etwas davon über den Rand des Taufsteins nach allen vier Weltgegenden. Und der als Bitter deine Flut durch des Propheten grünen Zweig dich süß gemacht und aus dem Fels in einsam dürrer Wüste Israels Durst zu löschen, dich sprudeln ließ, dann kommt der Name der Person, ich beschwöre dich, sei du ein heilig Segenswasser, zu reinigen die unrein schuld'ge Brust, den Schmutz der Sünde abzuwaschen, mach rein des Busens Innerstes, also das Innerste deiner Brust. Und ihr Teufel, jeder Einzelne, lasst alles zu, was ich befehle. Wo dieses Wasser Sprengung fließt, entwurzel es jeder Lüge. Verjag es jedes Trugbild und bring es Dunkles an das Licht. Lasst es ein Lebenswasser sein, lebendig frisch von oben strömend, ein Bad der neuen Geburt für das erwählte Gottesvolk. Im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Amen. Endlich, also schlussendlich, zum Schluss, folgt ein dreimaliges Anblasen des Wassers,
Beräucherung des Taufsteins, Salbung mit Öl in Kreuzform, worauf die Bezauberung wie folgt geschlossen wird. Zitat: Ich mische heiliges Chrisma, heiliges Öl, ich mische dich. Ich mische dich, Wasser der Taufe, ich mische euch, heilige Drei. Ich mische, mische, mische euch im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Ende Zitat. Wer wollte hier die leibhaftige Erscheinung des Geistes der Zauberei verkennen? Die beiden einzigen dem Menschen bekannten geistigen Wirkungsweisen, die moralische und übernatürliche Wirkung des Heiligen Geistes und die intellektuelle und natürliche Wirkung der Wahrheit, sind beiseite gelassen. Und eine dritte Wirkung, die der Bannsprüche und Zauberformeln, wird angesprochen. Ist das nicht Abgötterei? Machen sich die also in Bannsprüchen sich ergehenden Priester Roms nicht selber zu Nachfolgern seiner alten Zauberer und Vogelschauer? Ist der oben beschriebene Vorgang nach Geist und Form etwas anderes als die Erneuerung alter szenischer und drastischer Darstellungen, durch welche Römer und Griechen ihre Götter in Menschengestalt zu ehren meinten? Die dunkle Weihrauchswolke und das düstere Kerzenlicht, die mystischen Gewänder mit ihren hieroglyphischen Zeichen, die Kreuzungen und Zeug und Beugungen, die Mischungen und Mengungen, sie passen wohl in den Turm eines alten chaldäischen Astrologen, in das dunkle Gemach eines ägyptischen Zauberers, aber nimmer in eine christliche Kirche. Israel, das den wahren, lebendigen Gott doch kannte, wurde durch Zauberer, Tagewähler und Zeichendeuter ihm entfremdet. Saul von der Hexe zu Endor betrogen. Völker und Fürsten mögen durch ihr Beispiel belehrt werden. Das beendet bereits dieses Kapitel. Und wir gehen gleich in das nächste, noch kurz rein. Nur, bevor wir da hingehen, noch mal kurz an Saul und die Hexe von Endor. Das ist ja, glaube ich, ein Teil, den ich schon mal besprochen hatte. Das lesen wir, glaube ich, im, ich weiß nicht jetzt, wo, in welchem Buch das ist. Ist das in Samuel, glaube ich, wo ja Saul den Geist von Samuel aufrufen lässt durch die Hexe von Endor. Und natürlich damit ein Beispiel gebracht wird in der Bibel, wie wir dann sehen werden, dass hier ein fremder Geist angerufen wird. Weil Samuel selbst ist tot und kann es nicht sein. Es ist ein wunderbares Beispiel in der Bibel dafür, über diese Zauberei und Hexerei. Und bevor der Michael platzt, gebe ich ihm mal kurz das Wort. 1. Samuel 28 ist das. Danke. 7. Ja, doch, 28, 7. 1. Samuel 28, 7. Nochmal zu dieser Beweihräucherung jetzt hier, oder mit diesem Salböl sozusagen. Da gibt es eine Reminiszenz an den zweite Buch Mose, also Exodus, und zwar Kapitel 30, 23 folgende. Da gibt es dann auch das heilige Salböl und das Räucherwerk. Hast du es offen oder soll ich es kurz aufschlagen und vorlesen? Ja, es wäre einfacher, wenn du das vorliest. Ja, okay. 2. Mose 30, 23 oder beziehungsweise 22. Nimm mal 22. 2. Mose 30, 22. Das ist natürlich wieder auf der anderen Seite hier. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Nimm du dir auserlesene Spezerei, 500 Schekel feinste Myrrhe und halb so viel wohlriechenden Zimt, 250 Schekel und wohlriechenden Kalmus, auch 250, dazu 500 Schekel Kassia nach dem Schekel des Heiligtums und ein Hin Olivenöl. Und mach daraus ein heiliges Salböl, eine Mischung von Gewürzsalbe nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt. Ein heiliges Salböl soll es sein. Mhm. So ist es genug? Ja, ja, genau. Ja, ja, das gab es im Alten Testament bei den Leviten sicher, das schreiten wir gar nicht ab. Ja, ja, genau. Der Unterschied ist nur, da hat der Herr zu Mose geredet, ne? Eben, das ist ein Unterschied, als ob der Papst zum, in seiner Liturgie redet oder die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche dazu redet, als ob Gott das redet. Und das ging auch darum, wie es im Alten Testament um das Priestergeschlecht eben auch gestellt war. Ne?
Das weiß ich jetzt nicht, das wollen wir nicht direkt auf die Zeit heute übertragen, weil Jesus Christus hat ja deutlich gesagt, wie ich vorhin schon angeführt hatte, dass man nur, wenn man neu geboren ist, durch den Geist und das Wasser Eintritt in das Königreich Gottes erlangen kann. Und da steht nichts von irgendeiner Salbe bei. Ja, diese Salbung, die wir jetzt gerade eben hier gelesen haben, die ging, glaube ich, darüber, um die Priester, die Leviten zu salben, ne, für ihren Dienst. Ist das richtig? Ja, das geht darum, dass es eben ein heiliges Salböl ist, um damals alle Gerätschaften damit zu salben. Und weiterhin geht das auch dann so, dass der Befehl an Aaron und seine Söhne dann weitergereicht sein, damit sie mir als Priester dienen. Ja, also da ging es um die Einsetzung der Priester. Ne? Genau, das ist ja das. Und ich wollte das nur mal anholen, bevor nachher jemand sagt, von wegen, ja, wieso, das steht doch in der Bibel. Ne? Ja, aber das hat damals einen ganz anderen Bezug. Ne? Wir wissen ja, dass die ganzen levitischen Rituale vollständig erfüllt wurden durch das Opfer von Jesus Christus einmal am Kreuz. Das ganze levitische Gesetz ist abgeschafft. Damals im Alten Testament war das so. Das ist vollkommen richtig. Können wir nicht abstreiten. Und es ist wunderbar, dass du das hier anbringst. Da kann man den Kritikern gleich den Mund schnüren, bevor sie überhaupt ihren aufmachen können und solche Dinge sagen. Aber man muss eben die Dinge auch immer im richtigen Zusammenhang sehen. Ja. Und ich hatte auch gestern während unserer Bibelstudie, die ich ja mit Brett und Tom Fress gestern Abend hatte, auch ähnliche Dinge besprochen. Weil da sind wir reingegangen in, ich glaube, so Exodus 36 oder sowas. Kann das? Kapitel 36 oder so? Haben wir das da? Haben wir das dabei? Mal eben gucken. Oder 28, da fing das auch an. Da müsste man mal eben gucken, da müsste man mal eben das Wort blau suchen oder blue im Englischen, hatte ich auch gesucht. Weil wir wissen ja, dass die römisch-katholische Kirche, die hat ja, hier habe ich das, die römisch-katholische Kirche hat ja als Farben Rot und Purpur, nicht wahr? Und da steht hier zum Beispiel das Obergewand Scharlach, zum Ephod, ja, Scharlach, genau. Mhm. Da steht hier zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 28, Vers 31, und macht das Obergewand zum Ephod ganz aus blauem Purpur. So heißt es hier im Deutschen. Blaues Purpur. Also ist die Frage, die Farbe Blau, die dazu kommt. Jetzt suche ich mir das mal eben im Englischen raus. Ich hatte es gestern in der König James gelesen. Ihr wisst ja, ich habe lieber die König James als die deutsche Bibel. Von daher mal eben schauen, was ist das hier? 28 Exodus. Gebt mir mal kurz einen Moment, dass ich das aufschlagen kann hier. Exodus 28, Vers 31 lautet im Englischen: And thou shalt make the robe of the ephod all of blue. Hier steht also sogar alles in blau, all of blue. And there shall be an hole in the top of it, and in the midst thereof it shall have a binding of woven work round about the whole of it, as it were the whole of a habergeon, that it be not rent. Und so weiter und so weiter. And beneath upon the hem of it thou shalt make pomegranates of blue, and of purple, and of scarlet, round about them the hem thereof, and bells of gold between them round about. Also das ist Vers 33, lesen wir das mal kurz im Deutschen, wo wir Licht anmachen, ich kann gar nicht mehr lesen, hier ist so dunkel. 33, wollen wir eben hier. Und unten an seinem Saum sollst du ringsum Granatäpfel anbringen aus blauem und rotem Purpur und Karmesin und ringsum goldene Schellen zwischen ihnen. So, und das sind genau die Farben, die wir ja mit der römisch-katholischen Kirche assoziieren. Purpur und Scharlach, nicht wahr? Aber die Priester im Alten Testament hatten noch eine andere Farbe dabei. Und die Farbe findet ihr in der römisch-katholischen Kirche eben nicht. Nämlich blau. Das ist ein sehr interessanter Punkt, finde ich persönlich. Ja, die Marienfrauen oder Marienkinder in der katholischen Kirche, die tragen dann weiß und blau. Ja gut, es geht ja nicht darum, dass die römisch-katholische Kirche kein Blau kennt, aber hier geht es um die Priesterkleidung. Hier geht es um die Kleidung, die römisch-katholische Kirche wird mit Scharlach und Rot assoziiert, weil die Kardinäle Rot und die Bischöfe Scharlach tragen, wenn ich mich richtig entsinne, wie die Farben verteilt sind. Aber die tragen kein Blau. Und das geht natürlich zurück auf die Priesterfarben im Alten Testament, auf die Leviten. Ja?
Nur was die römisch-katholische Kirche eben nicht trägt, ist das Blau. Und das ist eben der Unterschied. Daran sieht man, dass die römisch-katholische Kirche eben eine abgefallene Kirche ist, weil sie hat einen Teil der Göttlichkeit, aber nicht alles. Nicht das, was wirklich zählt dazu. Das Blau hat sie nicht dabei. Ja? Und ich hatte dann gestern in der Bibelstudie auch gesagt, ich sage, komisch, ne? Als kleines Kind schon war Blau bei mir immer die Lieblingsfarbe. Ich hatte immer eine Lieblingszahl, das ist 7, das ist die Zahl der göttlichen Vollendung und oder der Perfektion und das ist die Farbe Blau, fand ich immer schon gut. Weiß ich nicht warum, war einfach so. Und irgendwann später, wenn man dann Christ wird, dann versteht man auf einmal, warum das so war und wo das herkommt. Also finde ich schon ganz interessant. Ja, also interessant, auch dafür nochmal herzlichen Dank, Michael, dass du mich darauf gebracht hast, hier mit der Salbung, mit dem Öl darauf zu sprechen. Ja, das gibt es im Alten Testament, aber das hatte damals eine ganz andere Bedeutung. Ja? Und wir sehen auch zum Beispiel eben die Priester im Alten Testament, die levitischen Priester trugen Rot, trugen Scharlach, aber sie trugen auch Blau. Das ist der große Unterschied mit der römisch-katholischen Kirche. Ja. Einen habe ich noch. Ja, bitte. Wie heißt die Hauptstadt von Kalifornien? Sacramento? Richtig. Wäre mal interessant, in die Geschichte dieser Stadt da reinzugehen. Jetzt will ich da gar nicht keine Zeit für opfern, irgendwie das. Aber das fiel mir die ganze Zeit ein, habe ich mal nachgeguckt und tatsächlich, ja, da ist einiges wohl passiert in der Stadt. Und die Stadt hat den Spitznamen Sacktown, also S-A-C, Sacktown. Ja? Und Sacramento heißt halt einfach nichts anderes als Sakrament. Ja, warum bereitest du denn nicht für nächste Woche vielleicht nur so 5 Minuten da etwas drüber vor? Weil ich gerade in ganz, ganz vielen, ganz langen Skripten drin bin. Ja, aber es geht ja nur so um 5 Minuten. So. Das könntest du nochmal machen. Du bist also, hätte ich mal nichts gesagt, ja. Ja, ist ja nur ein Vorschlag, Michael, ist ja keine Verpflichtung. Aber wäre doch schön, wenn du da nächste Woche mal sowas drüber sagen könntest. Dann würden die Leute sagen von, oh, da muss ich nächste Woche wieder einschalten, weil das will ich hören, was der Michael dazu zu sagen hat. Ah, ja. Zu Sacramento. Okay. Gehen wir ganz schnell. War ja, bitte? Verzeihung. Der Kapitel war ja ziemlich kurz. Ja, 5 Seiten, für die Außenstehende, ja. Die jetzt die Firmung nicht so kennen, fand ich das ein bisschen kurz ausgesprochen. Da ist es nicht so deutlich herausgegangen, wofür hält die katholische Kirche überhaupt die Firmung. Also sie bezeichnen das als eine besondere Erteilung des Heiligen Geistes. Als würde dafür ein der Bischof nötig sein, damit der Heilige Geist ausgeteilt wird. Das kann nur der Bischof selber machen. Ja, da stand er ja. Das kann nur der Bischof machen. Kein normaler Priester oder ein Dekan oder was auch immer. Das muss mindestens ein Bischof sein, der das zudient. Und, ja. Und nur der kann den Heiligen Geist einteilen oder austeilen oder besonders irgendwie ans Herz legen. Oder ja. Genau. Ja. Also mit anderen Worten, hier geht es um eine Handlung, die die römisch-katholische Kirche mit einem besonderen Ritual folgens ihrer Traditionen festgelegt in ihren Liturgien ausführt, um demjenigen, der getauft wurde, den Heiligen Geist ganz sicher einzupropfen. Welcher Geist da eingepropft wird, ja, das lassen wir mal eben an jedem Einzelnen seine eigene Imagination, ne, seiner eigenen Fantasie über. Das kann jeder selbst beantworten, wenn man ein wenig von der römisch-katholischen Kirche kennt. Aber das Wichtige, was wir behalten müssen, ist halt, dass eben diese Firmung eins der Sakramente ist, das die römisch-katholische Kirche nötig erachtet zur Errettung der Seele. Ne? Vielleicht ist es auch eine Ausrede bzw. eine Rechtfertigung, weil ja in der Taufe das Kind ja von nichts weiß und noch nicht selber entscheiden kann. Und ja, da sind bei der Firmung die Menschen schon älter und das sollte dann vielleicht sein, ja, das muss derjenige dann bewusst machen und das ist jetzt irgendwie so ein Nachschlag auf die Taufe oder so, da kann der schon für sich selbst sprechen. Ja, wobei ich hier jetzt auch nicht gerade drin gesehen habe, dass man dem jetzt unbedingt zustimmen kann, aber dann ist wahrscheinlich, dass man der Handlung selbst zustimmt, das über sich ergehen zu lassen, vielleicht eine Art Zustimmung, die ein Kind bereits nicht geben kann. Ja, aber auf der anderen Seite ist das ja auch so, dass es dann doch die Kindertaufe im Grunde überflüssig macht, ne? Die römisch-katholische Kirche würde dann ja auf diese Art und Weise selber zugeben, von dass die Kindertaufe gar nicht die Wirkung hat, die sie römisch-katholische Kirche davon lehrt, dass sie hat. Ja. Weil sie hinterher noch die Firmung braucht.
Soviel ich mich erinnere, mussten wir dann auch besonders lernen für die Firmung. Und dann kam auch der Bischof und es konnte auch sein, dass er Fragen stellt oder irgendwelche Gebete aussagen lässt. Ich kann mich da nicht mehr so ganz erinnern, aber wir haben extra dafür gelernt. Also das unterstreicht noch, dass das irgendwie eine bewusste Handlung ist und nicht so wie bei der Kindestaufe, wo derjenige da nichts von weiß. Also entschuldige mal, jetzt muss ich... Extra jetzt Firmenunterricht, ne? Da gibt es also Firmenunterricht, den hatten wir auch gehabt, das waren minimal 8 Sitzungen. Also das ist ja schon ewig her, aber da gibt es, wie gesagt, einen richtigen Unterricht in einer kleineren Runde über die Vorbereitung zur Firmung. Ja, ja. Also wenn ihr euch da nicht mehr gut dran erinnern könnt, dann seid ihr aber ganz schlechte Katholiken, ihr zwei, ne? Ich musste selbst nachschlagen, jetzt, was überhaupt die Firmung zu bedeuten hat. Wieso bin total ich, wieso? Ich meine, ich habe ja doch gesagt gerade, also wie gesagt, es sind auf jeden Fall ja mindestens 6 bis 8 Unterredungen gewesen, nachmittags mindestens 1 Stunde lang. Da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern, obwohl das jetzt 40 Jahre her ist. Also von daher, das ist so, dass man sich da anmelden musste im Fahrbüro und musste sagen, ja, ich möchte gefirmt werden. Und hat dann letzten Endes dann Unterricht bekommen in dem katholischen Gemeindehaus und musste dann jetzt, glaube ich, keine Abschlussarbeit schreiben oder sowas. Man musste dann schon die Theorie wissen und man musste dann auch, wenn ich mich richtig erinnere, wie gesagt, ist 40 Jahre her, musste man, glaube ich, vorher schon mal so durchgespielt haben, wie man sich da hinstellt, was man dann sagt und so weiter. Also das ist ein richtiger Ritus. Die Firmung bei euch in der römisch-katholischen Kirche, die ihr als Kinder also mitgemacht habt, ist im Grunde das, was uns in der evangelischen Kirche als Konfirmation verkauft wird. Ja, ja. Und das Einzige, was ich damals machen musste, ich musste zum Konfirmationsunterricht, da musste man ein paar Mal da sein, da musste man sich das Gelaber des Pastoren anhören, dann musste ich mir irgendwie einen Psalm aussuchen, den ich ganz toll fand, da habe ich, glaube ich, Psalm 23 genommen, wie, glaube ich, jeder zweite andere auch. Ich habe ja auch damals nicht wirklich geglaubt, also das war ja für mich ja alles Hokuspokus. Das, was wir hier über die römisch-katholische Kirche heute besprochen haben, ist ja im Grunde auch mehr oder weniger Hokuspokus, um das damit mal eben ganz deutlich zu sagen. Und ich kann mich da also gar nichts mehr dran erinnern im Grunde. Ich weiß nur, dass ich dann auch irgendwie was aufgesagt habe und dann ja macht man diese Prozedur mit an dem Tag, wo das dann stattfindet. Und dann ist man am Ende halt konfirmiert und das heißt ja im Grunde nichts anderes als bestätigt. Ne? Der Glaube wird nochmal bestätigt. Also mit anderen Worten, und von da gebe ich da dem Marius wohl recht, der ja gerade eben sagte, ja, das ist dann eben nach der Taufe, ne? Von der Taufe als Kind weiß man ja nichts mehr, aber da wird man halt als Erwachsener, wird man dann bestätigt, konfirmiert oder kriegt dann hier halt das Sakrament der Firmung, was im Grunde dasselbe ist, als Bestätigung nochmal, dass man jetzt wirklich in die römisch-katholische Kirche aufgenommen ist und dass man eben auch die Liturgie entsprechend akzeptiert, dass außerhalb dieser einen wahren Kirche keine Erlösung ist. Kann man das ungefähr so zusammenfassen, ihr beiden? Ja, anscheinend ja. Ja, das kann man, wie gesagt, vieles schon verdrängt. Ich weiß, dass wir da Unterricht hatten, dass wir da vielleicht Sachen auch auswendig lernen mussten. Mhm. Und die Gefahr bestand, dass der Bischof ausfragt. Aber naja, das hat man als eine Prozedur über sich gehen lassen. Da habe ich mir keine großen Gedanken gemacht, auch wieder schnell irgendwie, also wie gesagt, jetzt nicht mehr dran erinnern können. So war das halt. Na, aber es ist ja schön, dass wir hier über diese Firmung, also über das Sakrament lesen und dass wir hier zwei Zeugen damit bei haben, die das über sich selbst haben ergehen lassen oder ergehen haben lassen müssen, wie auch immer man das jetzt sehen will, und von daher ein bisschen aus eigener Erfahrung damit sprechen können. Ich wollte ja gar nicht, man hat mich gezwungen, der Frank hat mich überredet, ich wollte gar nicht, ich sollte ihn nur begleiten in die Gemeinde da, also in das Pfarrhaus. Kommst du mal eben mit, ich will mich da anmelden zur Firmung. Ja, ich sage, warum muss ich da mit? Ja, komm mit, komm mit. Mich da mitgenommen. Also, dann hat er plötzlich gesagt, ja, der Micha möchte auch geführt werden. Ich sage, warte, ich? Ja, du, ja, komm, mach mit. Da war ich so sauer auf den Frank gewesen. Und dann war ich aber danach, wenn der Firmenunterricht nicht mehr so sauer, ich saß neben Nikola. Oh, Jugendschwarm. Und deswegen kann ich mich dann ziemlich gut an den Zeitrahmen erinnern. Aber ich kann mich nicht mal an den Inhalt des Firmenunterrichts erinnern. Aber ich kann mich noch an den Zeitrahmen erinnern. Ja, wenn du neben einer hübschen Frau sitzt oder einem hübschen Mädchen sitzt, zu der Zeit vergisst man alles andere um sich herum, ne? Ja, so ein Erlebnis hatte ich auch. Da mussten wir dann nach St. Annaberg
Und das ist auch so eine Wallfahrtskirche. Und da war ich auch aus dem Häuschen, weil da auch mein Schwarm daneben gesessen hat. Und das war noch so voll, so eng, dass man sich da richtig einkuscheln konnte. Das war... Eieieiei, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir noch jugendfrei bleiben, ja? Je nachdem, wo man dann auch gewohnt hat, in welcher Gegend. Also ich weiß nicht, was da jetzt mit meinem Umfeld passiert wäre, hätte ich gesagt, nein, das möchte ich gar nicht. Ja, bei dir waren die Leute wahrscheinlich sowas von erzkatholisch, dass du gar nicht anders konntest, ne? Ich habe mir da zwar keine Gedanken gemacht, hat damals aber, wenn ich jetzt überlege, ich hätte dann Nein gesagt, also da wäre ich zumindest von meinen Eltern ziemlich Ärger bekommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei Michael wahrscheinlich auch, ne? Du bist ja auch ziemlich katholisch erzogen worden, ne, Michael? Ja, okay, aber meine Eltern hätten sich jetzt nicht dazu gedrängelt, aber als ich dann halt gehört habe, wie es da abgeht, und dann war da halt alles ein wenig weniger schlimm. Ich habe ja auch an Gott geglaubt, nur weniger an die Kirche damals mit 13 oder 14. Aber ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, dass es also wirklich recht strenger Unterricht gewesen ist. Ne? Also wir hatten da jetzt nicht irgendwie, war jetzt nicht so locker oder so, war halt 1980 oder sowas. Das war schon ziemlich weit her. Tja, aber dann hat sich das nachher eben dann so rausgestellt, dass ich also dann gefirmt wurde und mich genauso gefühlt habe wie vorher auch. Also ich habe da während der Firmung nichts gespürt. Ja. Also kein Heiligen Geist, der irgendwie in dich eingedrungen ist. Nein, ich habe also da wirklich nichts gehabt. Also ich war auch froh, wo es vorbei war, weil es halt war so stocksteif, und wir hatten da also wirklich alle überhaupt keine Lust drauf. Frank hat es nur gemacht, um Geschenke zu kriegen, hat er mir nachher erzählt. Ja, danach gab es Festessen und Geschenke. Ja, was habe ich denn gesagt? Ich habe mich damals nur konfirmieren lassen, weil mein Kumpel Nils das auch gemacht hat, und ich sage, ja, Geschenke will ich auch haben. Ich hatte keine Ahnung, was Konfirmation ist. Dein Nils ist mein Frank. Ja. Ja, und Frank hatte ich auch, aber den kannte ich zu der Zeit noch nicht. Also das ist ja, kann man mal sehen, ne? Diese Dinge, die so gleich laufen in dem Leben, ne? Wie sich das alles ähnelt irgendwo, ne? Schon mal ganz interessant. Ja, ich danke euch beiden für dieses wunderbare Live-Zeugnis, was ihr hier abgegeben habt. Und das macht die Sache natürlich auch für viele Leute nicht nur ein wenig glaubwürdiger, sondern vor allen Dingen werden auch einige Zuschauer vielleicht jetzt mal in sich selber gehen und sagen, von wie war das denn bei mir damals und was hat mich erinnert? Was habe ich denn davon gedacht? Und dann lesen sie dieses Kapitel noch einmal durch und dann werden sie hoffentlich das tun, was ich immer wieder sage. Messt das, was die römisch-katholische Kirche hier lehrt, an dem Buch, an der Gebrauchsanweisung für unser Leben, für unser Leben, das unser Herr und Meister, unser Schöpfer, Elohim und Jesus Christus uns mitgegeben hat, messt alles in dieser Welt und sicher alle Tätigkeiten der römisch-katholischen Kirche, mit der sie behaupten, dass es Erlösung gibt, an der Bibel. Und dann werdet ihr sehen, dass die Lehre der römisch-katholischen Kirche eine ganz andere Lehre ist als das, was die Bibel lehrt. Und das war heute, glaube ich, nochmal wieder ziemlich deutlich hervorgekommen. Vor allem mit diesen ganzen Ritualen, alleine schon diese ganze Seite der Heiligen da angebetet zu werden, weil der gibt ja für die römisch-katholische Kirche, das war ja folgend dem, wie stand das da, nach dem römischen Kalender, die Heiligen, ja, da kann man ja im Grunde für jeden Tag wahrscheinlich einen Heiligen aufzählen, so viel gibt es ja, oder vielleicht sogar mehrere Heilige pro Tag, da steht nichts in der Bibel von drin, vor allen Dingen, weil die Heiligen in der Bibel die Lebenden sind und nicht irgendwelche Toten, die von der sogenannten Kirche auserwählt wurden. Also, wie gesagt, ich möchte noch mal ganz deutlich drauf drücken. Lest eure Bibel. Vergleicht die Dinge in dieser Welt an die Bibel. Habt ihr selber diese Stufen durchlaufen der Taufe, bewusst oder als Kind unbewusst oder als Kind bewusst? Manche wurden ja auch erst später getauft. Habt ihr diese Firmung selber mitgemacht oder habt ihr Menschen in eurer Familie, die das mitgemacht haben? Sprecht mal mit denen, wie die sich daran erinnern. Haltet das an, was hier James Atkin Wiley 1853 darüber geschrieben hat, und messt das dann an der Bibel und stellt euch mal die Frage: Bin ich auf die Art und Weise gerecht vor Gott geworden? Weil da geht es im Grunde drum. Wir können nur erlöst werden, wenn wir vor Gott gerecht sind. Aber wir können uns nicht selbst gerecht machen, sagt die Bibel, sondern wir können nur die Gerechtigkeit bekommen von Jesus Christus, von dem Einzigen, der gerecht ist. Wenn der für uns vor Gott einsteht, vor dem Gericht, und uns weiß wäscht, ja, wenn unsere Sünden durch sein Blut weiß gewaschen werden, dann können wir gerecht gemacht werden. Das lehrt die Bibel. Die römisch-katholische Kirche lehrt etwas anderes. Bitte, stellt die beiden Dinge gegenüber.
vergleicht und kommt dann zu dem Entschluss, der euch weiter in eurem Leben begleiten wird. In der Zwischenzeit lest eure Bibel. Maranatha.